Was geht ab? Ich bin's, euer Moritz und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Tipp-Video. Jetzt nach 2 Wochen habe ich wieder ein kleines Trading-Tipp-Video für euch. Und zwar diesmal für totale Anfänger. Ja, ihr seid wahrscheinlich, weil ihr das Video eingeschaltet, erwarte ich das mal, totale Anfänger in Sachen Trading. Hab bisher noch nicht so viele Münzen und wollt auch nicht so viel Aufwand für eure Trading investieren. Und dafür bekommt ihr natürlich vielleicht wahrscheinlich etwas weniger Gewinn als Leute, die richtig viel Zeit darin reinstecken. Aber man kriegt wirklich schon ordentlich Gewinn und es macht eigentlich sogar noch ein bisschen Spaß und hat einiges mit Glück zu tun. Und wie ihr schon seht, ich bin bei den Bronzesets. Es geht nämlich um die Bronzeset-Methode. Es gibt nämlich das kleine Bronzeset für 400 Münzen, was wirklich schon sehr, sehr wenig ist. Und ich öffne mal eins und dann werden wir jetzt schon langsam mal sehen, wie man mit dem Bronzesets Gewinn machen kann. Also, die Spieler, darauf gehe ich erstmal als erstes ein, mit denen kann man Gewinn machen, meistens wenn sie selten sind, dann können die ein bisschen was wert sein, weil sie normalen Bronzekarten, die könnt ihr eigentlich sofort abstoßen, die werdet ihr sowieso nicht los. Diese Trainer, das sind ja keine Trainer für die Mannschaft, sondern irgendwie, die machen dein Team irgendwie ein bisschen besser. Die packe ich eigentlich immer in den Verein. Habe ich schon einige. Und hier fangen wir an mit den Sachen, die euch wirklich Geld einbringen. Spielerverträge könnt ihr eigentlich, ich denke mal, das ist egal, welche Konsole ihr spielt, weil das sowieso der kleinste Preis ist, für den man sowas reinstellen kann. Spielerverträge immer für 150, 200 reinstellen. Und auch wenn sie nicht verkauft werden, stellt sie nochmal rein und nochmal rein und nochmal rein. Irgendwann werden sie verkauft und das bringt euch Geld. Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber es gibt auch Sachen, die ihr schneller verkaufen könnt. Zum Beispiel hier diese Silberverträge. Ich kann mal kurz gucken, da weiß ich nämlich gerade aus dem Kopf nicht so genau. Ja, hier 250. Sehr geil. Machen wir mal so. 200, 250. Noch ein bisschen mehr gewinnen. Und das teuerste sind die Fitnesskarten. Die kann man 250, 300 auf jeden Fall reinstellen. Und wenn ihr es jetzt mal durchrechnet, haben wir 400 Münzen investiert. Und allein durch die Silberkarte und die Fitnesskarte haben wir 550 Münzen Gewinn gemacht. Machen wir 550 Münzen Gewinn. Ein bisschen weniger, weil wir noch EA-Tags bezahlen müssen, aber das ist bei diesen kleinen Preisen echt fast gar nichts. Und dann noch, wenn wir die Bronze-Verträge verkaufen, die jeweils 150 Münzen bringen. Ich glaube, es waren 2 oder 3, sagen wir mal 2. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Nochmal 300 Münzen drauf. Das heißt, wir haben 800 Münzen, glaube ich. Ich kann nicht gut Kopf rechnen. 850 Münzen sind das, glaube ich, die ihr bekommen habt. Das war schon mal eigentlich schon recht gut. Es hat manchmal ein bisschen Pech. Da hat man nicht so die geilen Karten dabei. Aber meistens hat man da schon echt ganz gutes Glück. Und wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, 850, da gehen die 50 Münzen gehen durch die A-Tags weg. Haben wir immer noch 800 Münzen. Heißt 400 Münzen reingewinnen. Und dazu, den Torwarttraining packe ich auch meistens noch in den Verein. Das hier könnt ihr noch abstoßen. Das ist nochmal 60 Münzen drauf. Das heißt, ihr macht, wir haben gerade mit einem Set ungefähr 400 Münzen Gewinn gemacht. Das ist doch schon mal richtig geil. Ich habe nochmal ein zweites, um einfach nochmal so zu zeigen, für was für Preise ihr die reinstellen könnt. Das könnt ihr natürlich alles dann jeweils im Shop nachgucken und mit Preisvergleich, wie viel diese Spieler und Karten so wert sind. Hier haben wir zum Beispiel einen seltenen Silbervertrag. Gucken wir mal ganz kurz nach. Ja, 200, 250. Bisschen besser als der normale Bronzevertrag. Managerverträge kann man mal reinstellen, wenn die, oh, jetzt habe ich den Verein gestellt, egal, wenn die nicht weggehen, die kann man vielleicht auch irgendwann mal abstoßen, aber bei den normalen Verträgen niemals abstoßen, die gehen irgendwann weg. So, Fitnesskarte 250, 300 und damit haben wir auch eigentlich schon wieder den Gewinn gemacht. Das ist richtig einfach, ihr braucht eigentlich nur 2 einigermaßen gute Karten oder eben ein paar Bronzeverträge, dann habt ihr das alles schon raus. Und alleine mit 3 Bronzeverträgen hättet ihr auch schon den Preis von 400 Münzen raus, weil ihr noch den Abschlusspreis bekommt. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze Methode. Ihr braucht sogar eigentlich, um diese Methode zu anzufangen, nur 400 Münzen. Ich denke, die kann jeder auftreiben und wenn nicht, dann spielt ihr einfach ein Spiel und dann habt ihr 400 Münzen. Ja. Und ich denke, das ist wohl einer der einfachsten Methoden. Komm, ein letztes Set öffnen wir auch. Es macht, ist irgendwie so ein bisschen so, es befriedigt einfach nochmal immer den Willen, Sets zu ziehen.
Ich denke, das kennen die meisten von euch. Oh, wir haben sogar zwei Silberspiele. Das ist natürlich richtig großes Glück. Und dann noch drei Verträge. Das war mal ein richtig gutes Set. Hier 200, 250 Münzen für den seltenen Spielervertrag. Ja. Irgendwie lädt das bei mir gerade recht lange. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Auf jeden Fall, ja. Tut es auf jeden Fall, wenn ihr nicht so faul seid. Sogar ich mache das sogar in letzter Zeit recht häufig, weil ich einfach irgendwie... Ich bin nicht so der Typ, der so... Featured. Am Anfang mache ich es recht gerne, um ein bisschen Stadtbudget zu haben, aber irgendwie mit der Zeit werde ich da irgendwie ein bisschen müde. Bei dem gucken wir mal kurz, ob der was wert ist. Ja. Nee, scheinbar nicht. Wie lange? Ja, jetzt würde ich gerne die verbleibende Zeit sehen, aber irgendwie... Keine Ahnung. Weiß nicht, was mit meinem Internet gerade los ist. Na, egal. Hier noch. Ja, die können wir eigentlich alle abstoßen. So, jetzt machen wir durch dieses Set schon alleine durch Abstoßen 260 Münzen, weil wir eben zwei Silberspieler haben. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ist total einfach und ich denke, das solltet ihr auf jeden Fall schaffen. Wir haben hier gerade was verkauft. Gucken wir mal kurz, was das ist. Ja, hier, den Silbervertrag haben wir schon verkauft. Hab hier noch ein paar andere Sachen liegen vom Pack Opening. Rodriguez wird gerade verkauft. Den habe ich mir mal geholt gehabt. Hier kann ich mal zeigen. Ja, für 37.500 Gold. Hoffe ich jetzt ein bisschen teurer zu verkaufen. Und dann hier, ich habe recht viele Bronze-Sachen auch, weil ich das einfach über die Zeit gemacht habe. Hier sind noch ganz viele Bronze-Verträge, weil die meistens am langsamsten weggehen. Aber sie gehen. Ich habe zum Beispiel eben gerade, als ich alles reingeschleppt, schon wieder einen Bronze-Vertrag verkauft. Und ja, so geht das eben mit der Zeit. Langsam gehen die alle raus. Aber was auf jeden Fall weggeht, sind die Fitnesskarten. Die müsst ihr vielleicht maximal 2-3 Mal reinstellen, dann sind die auf jeden Fall weg. Und die seltenen Verträge sind auch sofort eigentlich weg. Und ja, so einfach geht das. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde vielleicht in der nächsten Zeit nochmal den einen oder anderen Trading-Tipp raushauen. Ein paar FIFA-Videos werden auf jeden Fall auch noch kommen. Jan bringt viele Pro Club Videos, ist auf jeden Fall zurzeit richtig spannend. Wir bringen Space Engineers, Tutorials, alles Mögliche, auf was wir gerade Bock haben. Wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Video auf jeden Fall auch noch einen Daumen hoch. Wie gesagt, abonniert uns und empfehlt uns an alle eure Freunde weiter. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.